Kart! Und damit KO, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zum Mario Kart 8 Deluxe Strecken Booster Pack. Ja, jetzt habe ich doch ziemlich lange drauf gewartet und habe mega Lust, die neuen Strecken auszuprobieren. Ich weiß, heute kommt das Video ein bisschen später, es tut mir leid, aber es ist gerade 15:27. Ich will, dass dieses Video heute noch am Freitag kommt. Heute ist auch der 18. Genau, und ich will unbedingt, dass das Video heute kommt. Ich würde sagen, wir fahren im 100er Cup. Mit Wario und dem Ding, das ist einfach ist einfach das schnellste Kart, wenn ihr nach dem Tempo geht. Beschleunigung ist so, ja, aber ist okay. Okay. Perfekt. Genau, es gibt zwei neue... Ich habe den Namen vergessen, perfekt. Zwei neue Cups. Einmal den goldenen Turbo Cup und den Glückskatzen Cup. Ui. Zusätzlich gibt es in der nächsten Zeit dann noch den Rüben Cup, Propeller Cup, Pelz Cup, Mond Cup, Stachy, Eichel, Doppelkirsche, Feder, Boomerang und den Frucht Cup. Genau. Wir fangen heute mal mit dem Gold Turbo Cup an. Da haben wir, ich muss ein Stück zur Seite gehen oder ich mache mich kurz weg. Einmal den Paris Parcours. Aus Mario Kart Tour, ein Spiel, was ich nie gespielt habe. Dementsprechend eine neue Strecke für mich. Toads Piste vom 3DS, kenne ich safe. Schokosumpf, ultra bekannte Strecke. Also wer die nicht kennt, der hat Mario Kart noch nie gespielt. Und die Kokospromenade. Mega, mega stark. Wenn ihr das Ganze selber kaufen wollt, schaut unten in der Videobeschreibung vorbei. Da findet ihr einen Link zu Instagaming. Perfekt, da ist es gerade, also stand jetzt heute noch um 9% günstiger, wie wenn ihr es bei Nintendo selber kauft. Nichts gegen euch, Nintendo. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Let's go! Bam! Ich hab mega Bock. Man merkt schon, ich bin schon wieder ein bisschen overhyped. Aber das soll so. Okay, wie gehen die Steuerung auf A? Ja, normalerweise... Ui! Normalerweise drückt man ja die Dings-Tasten in anderen Spielen, Forza etc. Boah, das ist... Oh, bitte fragt mich nicht, wie das ganze Zeug heißt. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Oh mein Gott, let's go! Ach, bin ich happy. Und jetzt Vollgas, das klappt safe nicht. Doch, perfekt. Oh, die gute französische Musik. Ich kenne die Strecken gar nicht, deswegen, ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ich muss ungefähr noch auf die Karte gucken. Flüssig läuft das aber auch nicht. Ich will mich jetzt auch gar nicht über die Performance beschweren. Wir fliegen über den Eiffel... Also halt durch den Eiffel... Oh mein Gott. Oh, ich habe einen schönen Glider. Wir fahren einfach durch den Eiffelturm. Also unten durch. Oh, wie cool. Oh, ihr seht meine Münzen. Oh, hier geht's nach links. Super. Das hätte ich vielleicht früher sehen sollen. Okay, es gibt aber noch einen anderen Weg. Da kommt man jetzt hier von links. Okay. Dann mal gucken, ob wir den auch gleich finden. Da muss man... Da vorne schon abbiegen. Okay. Also gefällt mir schon sehr. Ich weiß nicht, ob das Original hier lang, ja, getreu ist. Oh, nee. Mensch, das fängt schon wieder super an. Kann ich in der Mitte da durch? Unwohles Gefühl? Ja, mit einem Turbopilz. Okay. So, wo bin ich denn? Ah, ich bin da. So, da vorne. Oh, nee, was ist denn das jetzt schon wieder? Es fängt doch super an, Mensch. Ich weiß gar nicht. Okay, gut. Keine Ahnung, ob ich zu laut bin oder ob das passt so. Hier nach links. Ach ja. Hier bei dem roten Yoshi. Ah, ich kann die Kamera nicht drehen. Nach hinten kann ich gucken. Da kommt Mario. Der Raser von der Seite. Oh, die Röhren sind aber auch ungünstig. Hallo. Naja. Das Spiel ist cool, aber es ist jetzt halt, ja, ist eine kleine Strecke. Klar, sie ist für Mario Kart Tour. Keine Ahnung, ich habe das nie gespielt, ob da alle Strecken etwas kürzer waren als in den normalen Mario Kart. Danke, Mario. Als in den normalen Mario Kart Spielen. Aber ich finde, die ist schon etwas kürzer. Und Betrug gibt es hier auch. Was ist das denn? Oh, nee. Perfekt. Ja, ich sehe nichts. Danke. Wo bin ich denn jetzt auf einmal? Ja, wir sind schon wieder im neuen Streckenabschnitt. Oh Gott. Hat sich die Strecke geändert? Ja. Wir fahren jetzt rückwärts, oder nicht? Ja, wir fahren jetzt wieder zurück. Okay.
glaube, wir müssen hier hoch, obviously. So. Oder bin ich lost? Nee, nee, die Pfeile zeigen schon da lang. Also, okay, die Strecke hat sich irgendwann mitten im Verlauf geändert, dass wir anders gefahren sind. Hä, ist ja mega, das coole Konzept. 15 Punkte, erster. So muss das. Wir spielen heute im Übrigen auch nur die ersten Strecken. Die anderen Strecken bekommt ihr dann saftig am Sonntag oder am Montag nochmal zusätzlich geliefert. Verpasst das auf jeden Fall nicht. Da können wir uns noch die Highlights ansehen. Brauchen wir nicht. Ich glaube, ihr alle kennt Mario Kart. Und ich hoffe, ihr habt mir auch alle gut zugeschaut. Wenn ihr mehr davon wollt, von diesen Allgemeinschränken, zeigt das mit einer positiven Bewertung. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert auch gerne den Kanal. Die Glocke könnt ihr aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt. Ich glaube, das wisst ihr alle schon. So, die Toadpiste vom 3DS. Kenne ich sicher, weil Mario Kart 7 habe ich des Todes gesuchtet als Kind. War immer das Mega. War immer einfach ein Mega-Game. So, dann. Schütteln! Let's go. Das war ein schöner Start. Hallo? Könnt ihr aufhören, mich zu überholen? Meister? Dankeschön. Ich überhole sie jetzt. Hallo? Ja. Tschüss. Oh ja. Der super goldene Turbo-Raser. Oh, 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 okay. Gut, gut, gut. Kann ich mich an die Strecke erinnern? Stand jetzt, muss ich sagen, noch nicht wirklich. Aber hier nehmen wir die zwei Items mit. Schön. Oh mein Gott, ich krieg ja gar nichts mehr. Und das Spiel laggt. Schaut euch mal diese rechts diese Animation an, wie die hochhüpfen. Diese 2D-Charaktere. Wie laggy das... Wie laggy das aussieht. Performance könnte man noch verbessern, aber ist Nintendo Hardware. Ey, wenn ich jetzt noch einmal in die Kamera gucke. Nintendo Hardware, klar, man könnte es verbessern, aber nur gut. Oh, und hier rüber. Hallo, Toad. Baba, ich kann fliegen. Und diesmal treffe ich das. Perfekt. So, jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen mehr. Gucken nicht die ganze Zeit in die Kamera. Das ist nämlich sehr ablenkend, muss ich sagen. Da kommt wieder irgendwas auf mich zu. Es ist der Blaue, ihr seht's auf der Karte. Ich wollte eigentlich fröhlich und happy hier rein. Ja, das hat sich dann damit auch erledigt. Nein, es gehört zum Spiel dazu. Auch wenn ich das Game hasse dafür. Es gehört irgendwie dazu. Ich hoffe, ich rede nicht zu laut. Das kann nämlich sehr schnell passieren. Weil ich habe das Game ziemlich laut auf den Kopfhörern und kam nicht dazu, das leise zu machen. Ja, mal gucken. Aber die Musik, die ist schon ordentlich. Und geschafft mit wie vielen Münzen? 3, oder? Ich habe es nicht richtig gesehen. Ich sehe das im Übrigen auch noch nicht. Ich habe noch die neue Capture Card noch nicht drin. Deswegen sehe ich genau dasselbe wie ihr. Ich sehe meinen Kopf da unten so wackeln. Hui! Genau. Dann direkt ins nächste Rennen. Ich mache mal das Mikrofon noch ein Stückchen dahin. Ich glaube, das passt so. Ja. So, das nächste Rennen ist... Oh, der Schokosumpf. Gab's das früher auch schon? Ey, der sieht so nice aus. Der ist vom N64. Die Grafik damals war halt nicht ganz so top. Und so wie das heute aussieht, mega. Ich kann mich gar nicht an diese Grotte erinnern. Und ich glaube nicht, dass ihr euch hier rumglitschen könnt die ganze Zeit. Ihr könnt euch ja hier links im Originalteil rumglitschen. Oder im Super Nintendo-Teil. Ne, nicht Super Nintendo, wie auch immer. Und dann könnt ihr da eine Runde in 3 Sekunden fahren. Ah, das war ein bisschen daneben. Ey, das sieht so gut aus. Ey, da sind mir... Ach, da kann ich nicht fahren. Schön. Da sind mir dafür, dass es ein bisschen laggt. Also... Ist mir das schon egal, dafür, dass ich so eine schöne Grafik habe. Okay, Flugpassage wird eingebaut, muss ja. Oh ja, ein Shroom. Okay. Na, das wird nichts. Oh, okay. Da sind wir jetzt wohl nicht so gut. Nein, 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 hör auf. Bitte nicht die Hupe. Bin dran vorbei. Okay, Vollgas, da ist das Ziel.
oder halt in die zweite Runde. Oh ja, Looping, komm. Looping, perfekt. So will ich das. Schön. Rechts, rechts, rechts. Ich sehe nichts. Hallo? Scheibenwischer. Ey, wir brauchen Scheibenwischer im Spiel. Leute, falls einer von euch eine Mod programmieren kann, baut Scheibenwischer auf Knopfdruck in dieses Game ein, die dann diese Sicht wegmachen. Fände ich mega. Nee! Ja! Oh, nee! Okay, ich hab's aber. Und dann fliegen wir. Hui! Oh, hier nehmen wir noch die Münzen mit. Wir brauchen das Geld. Ich schaff die Kurve hier nicht. Jetzt wurde ich aber echt schnell zurückgesetzt. Also 60 Frames sehen bei mir anders aus. Ich will mich nicht zu sehr darüber beschweren, ja? Nintendo bietet Spielspaß, nicht gute Performance, ja? Finde ich auch schön, aber das... Ich guck mal, ob ich es bis zur nächsten Folge beheben kann. Oder ich mache das zwischen den zwei Strecken jetzt gleich kurz mal. Mann, was ist denn das? Hallo, ich konzentriere mich doch. Dann nehmen wir die zwei mit. Schön, schön. Ich bin so schlecht in dem Game. Nein, 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 jedes Mal, jedes Mal. Ich war in der Luft. Also ohne Goldpokal gehe ich hier nicht raus. Finde ich gut, danke Cooper. Jetzt ziehen wir an ihm vorbei. Wie der Wind am Blitz, wie der Blitz am Wind. Da haben wir noch Erster bekommen. War... aber tatsächlich knapp, muss ich sagen. 45 Punkte, so muss das. Ich kümmere mich jetzt ganz kurz um die Cam. Keine Ahnung, an der Capture Card scheint es nicht zu liegen. Die überträgt den flüssigen 60 FPS. Dann liegt es wirklich am Game. Okay, ich wollte mich nur noch mal kurz vergewissert haben. Die Kokospromenade von der Wii. Habe ich mega Bock drauf. Ihr auch? Dann bleibt dran. Ich glaube nicht, dass sowieso einer während der Folge abschaltet. Vor allen Dingen nicht bei der Kokospromenade. Ne, ich habe jetzt geguckt, ob die Capture Card eben irgendwie Probleme macht. Die macht in letzter Zeit sehr viele Probleme, deswegen auch die neue. Die 4K 60 Pro von Elgato. Aber es scheint wirklich am Game zu liegen. Und let's go! Wir fahren natürlich rechts hoch. Wir lassen uns hier von nix stoppen. Wir lassen uns von nix stoppen. Jetzt habe ich's. So. Okay. Aber wir fahren erstmal runter. Mal gucken. Oh, wir legen die Banane. So, hier hin. Oh ja, da gab's den Jump. Oh, schaut mal an der Seite. Retro, 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 Malereien. Gab's die früher auch schon? Weiß ich nicht. Okay, wir driften hier rum. Schön die Kurve. Oh, hier gibt's Essen. Food Park. Finde ich super. Oh, rechts, rechts, rechts halten. Zack, zack, zack. Perfekt. Ich bin die ganze Zeit rot. Oh, ich muss. Es tut mir leid. Es scheint, als rede ich zu laut. Ich sehe nur die ganze Zeit, dass da links einfach alles rot ist. Das heißt, ich bin komplett im Erape. Ich rede ein bisschen leiser. Es tut mir leid. Und da werde ich auch schon überholt. Danke, Spiel. Kann ich abkürzen? Obviously not. Hier stehen einfach Autos. Die gab es im Retail, an die erinnere ich mich aber. Das weiß ich. Okay. Ich glaube, jetzt passt das Ganze. Ich darf halt einfach nicht zu laut reden. Nein, falsche Seite. Weil ich mich auf nein, ich will hier oben lang. Stopp. Ich will da lang. Mir egal, ob ich Zweiter bin. Ich will euch die Strecken zeigen. Ich sehe nichts. Oh. Scheint, als hätte ich gut Zeit verloren. Egal, Cooper kriege ich. Das ist nicht Cooper the Quick aus Mario 64. So quick ist er hier nicht. Wir nehmen noch den Jump mit. Bam. Doppel Vorwärtssaldo. Und rum hier. Um die Kurve. Schön innen halten. Schön innen halten. Perfekt. Hier gibt es rechts noch einen Weg. Den machen wir in der nächsten Runde. Unten lang. So, und hier ziehen wir jetzt direkt mal nach unten. Ja, da gibt es noch einen Weg unten. Oh, nee, da gibt es erstmal die Blue Shell. Danke dafür. Aber ich muss sagen, bis jetzt gefallen mir die Strecken. Ich finde es gut, dass sie grafisch aufgebessert sind. Nintendo und Ports ist ja in letzter Zeit grafisch nicht ganz so. Die kümmern sich mehr darum, dass die Games laufen und grafisch nicht wirklich, naja.
Wobei manche Ports sehen gut aus, so wie Mario Kart, laggen aber des Todes. Ihr müsst euch mal Dings anschauen. Ist der Wahnsinn, Breath of the Wild. So, jetzt nicht vergessen. Wir wollen hier unten lang. Perfekt. So, wo muss ich hier lang? Hier, Gam? Ja, beim Food Park. Da geht's nach rechts in die Five Nights at Freddy's Pizzeria. Von den Farben her. Ihr wisst Bescheid. Und dann geht's hier rechts wieder rum. Und wir docken nochmal an. Kein Problem. Und wir fahren jetzt hier so... Was passiert, wenn ich so ein Auto ramme? Okay, gar nichts. Und ab ins Ziel. Sehr schön. So will ich das. Perfekt. Gut. Erster mit den 60 Punkten. Ergebnis anzeigen. Sind wir des Pokals würdig? Ich würde sagen, schon. So. Hallo? Oh ja, da bin ich der Profifahrer gewesen. Oh ja, da habe ich innen überholt. Das war super. Ich würde sagen, wir skippen das. Und schauen uns den. Naja, beim Design der Pokale scheinen sie sich auch nicht mehr so viel Mühe zu geben. Finde ich ein bisschen schade. Früher hatten die Pokale noch richtig die Form, wie der Gegenstand. Und jetzt sind sie halt einfach so mit dem Logo drauf. Nintendos Entscheidung. Ich unterstütze es nicht so ganz. Aber war ganz cool. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, zeigt das gerne mit einem Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, Leute.